Die Begründung der Verhaftung war zunächst Verdacht auf versuchten ungesetzlichen Grenzübertritt. Ja, ich wiederhole das nochmal, weil es sprachlich ganz interessant ist, nicht? Verdacht auf versuchten ungesetzlichen Grenzübertritt. Ich wurde im Zug festgenommen, der Richtung Grenze fuhr. Ich war noch gar nicht an der Grenze. Wie haben Sie sich dann gefühlt, als Sie im Gefängnis waren und dann heraus wollten? Also die Fluchtversuche sind gescheitert. Ich wurde beim dritten Fluchtversuch festgenommen. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ich ins Gefängnis komme, als ich festgenommen worden bin. Denn ich wusste, dass ich diese Grenze nicht überwinden kann. Aber ich wusste vom Freikauf. Freigekauft wurden aber nur diejenigen, die im Gefängnis waren, also musste ich dorthin. Und so habe ich naiv angenommen, dass ich freigekauft werde. Ich habe später über meinen Rechtsanwalt Wolfgang Vogel im Gefängnis erfahren, dass ich nicht freigekauft werde. Naja, da war ich auch wieder ziemlich wütend und habe die DDR als Verbrecherstaat bezeichnet und dafür bin ich dann 5 Tage in den Arrest gekommen.